Yo Leute und willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Das letzte Video ist ja sehr krass geendet und ich kann es immer noch nicht fassen, warum Zeno mich so behandelt. Ihr habt mir so viele Tipps in die Kommentare geschrieben. Zeno hat mich heute angeschrieben, heute war ja ihr Treffen und sie will mir davon erzählen. Ich bin echt gespannt, ob sie es bereuen wird, dass sie da hingegangen ist oder nicht. Ey, ich will unbedingt wissen, was bei dem Treffen passiert ist. Lasst ein Like da und ein Abo und ich werde mich jetzt entmuten und mal schauen, was Zeno mir erzählt. Flex, Flex, bist du da? Kannst du bitte jetzt endlich mal reden? Ja, ja, ich bin da. Was los? Reden. Ja, ja, was los? Oh mein Gott, um was geht's jetzt? Du wolltest mir von einem Treffen erzählen oder so? Ja, ich bin halt. Ich hab mich mit ihnen halt getroffen. Aber warte mal. Jetzt nochmal von vorne. Ich bin echt ein bisschen sauer auf dich, weißt du das? Warum? Du bist zu einem Treffen gegangen von einer Person, wo du nicht mal wusstest, wer das ist. Boah, sei froh, dass du hier noch mit mir zocken kannst, dass du hier noch heile bist, dass du gesund bist. Ey, da hätte was für sich passieren können. Willst du mich jetzt hier eigentlich verarschen? Warum musst du mich jetzt eigentlich jetzt hier an? Weil ich mega sauer bin, ey. Das kann nicht so sein, dass du einfach zu... Oder nicht? Ja, klar will ich es wissen, aber ich wollte dir meine Meinung sagen, weil so, das kann so nicht weitergehen, dass du einfach nicht auf mich hören willst. Ich will dir ja nur Gutes. Ey, du musst mir immer schlechte Laune geben, muss Nein, ich sagen. Tut mir leid, okay, erzähl, was ist da gestern passiert? Nee, warte, das war heute. Heute war das heute doch. Ja, heute halt. Ich bin mit Auto dorthin gefahren halt. Ja? Und hab meine Tasche alles eingepackt. Warte mal, wann war das? Es war ja um 18 heute. Uhr. Um 18 ja, Uhr. Ja, heute. Um 16 Uhr bin ich losgefahren. Um 16 Uhr. Ich musste zwei Stunden... Ich hatte zwei Stunden... Mein Gott! Warte zwei mal, du bist Stunden. Zwei Stunden zu einem Ort gefahren, wo du nicht mal weißt, was passiert? Ja, zwei Stunden lang. Und danach, Zeno, ich merke, du bist gerade... Ja, ich bin gerade so nervös, ja, okay, jetzt beruhig dich mal. Atme tief durch. Ja, okay. Hey, Leute, ich check gar nicht, was mit dir los ist. Ey, wie kann sie so sein? Sie hat ja keine Angst vor gar nichts irgendwie. Sie tut immer auf schüchtern, aber sie hat keine Angst vor nichts. Ja, guck mal jetzt. Und danach habe ich halt einen anonymen Anruf bekommen. Und ich bin halt da rangegangen und da hat... Warte mal. Du gehst zu einem Treffen und bekommst dann noch einen Anruf. Das heißt, es ist jemand, der dich komplett in- und auswendig kennt, weil er kennt deine Adresse, er hat dich dann auch noch angerufen. Ja. Hä? Okay, und was war dann bei den Treffen? Was hast du denn da dann gemacht? Ja, und danach war ich... und danach habe ich mir erstmal was zum Essen geholt, weil ich sehr Hunger hatte, muss ich sagen. Ach so, du gehst zu einem Treffen und denkst erstmal, yo, ich habe Hunger, oder was? Ich musste was essen, ja klar, ich hatte Hunger. Also Zeno, und danach du bist war echt ich so jemand in Verrücktes. Wald. Ich muss in einen Wald. Ich war in einem Wald. Also der Treffpunkt war in einem Wald? Ja, in einem Wald. Ich bin dann halt dort angekommen. Und danach bin ich halt auf ein Auto ausgestiegen. Und überall war halt so, wie soll ich das sagen, das war so still und leise und so. Und da war niemand, keiner, niemand. Oh mein Gott, warte mal, Zeno. Ey, ich kann es jetzt kaum glauben. Und es war auch leicht so dunkel, weißt du, was ich meine? Hä, das war nicht ein Ort, wo, so wie in der Stadt, wo du ganz viele Leute außenrum waren? Nein, da war niemand. Es war ganz still. Und dann saßt du da mit Essen und chillst im Wald. Ja, und hab gewartet halt, bis jemand kommt. Aber da war niemand. Weißt du, was ich meine? Und da war keiner, niemand ist gekommen. Ich musste eine Stunde lang warten. Aber keiner ist gekommen. Niemand. Und danach habe ich noch ein bisschen gewartet. Dies, das, hat ein bisschen Wasser getrunken, war ein bisschen Handy chillen, dies, das. Und ich habe ein bisschen TikTok geschaut. Und du hattest keine Angst und schaust im Wald TikToks? Ja, und es war schon 22 Uhr. 22. Ach so, um 18 Uhr war das Treffen und um 22 Uhr war der immer noch nicht da? Ja, nee, war er nicht. Und wieso fährst du da nicht zurück? Ja, ich musste halt warten. Ich wollte unbedingt wissen, wer das war. Weißt du, was ich meine? Und danach, danach habe ich jemanden gesehen. Warte jetzt. Ja. Du hast jemanden gesehen, wen? So hinter Busch. Beschreib ihn mir. Er war so ganz schwarz. Warte, ich muss mal ganz kurz was machen. Ganz kurz, okay? Leute, ich bin gerade gemutet. Wenn ihr das gerade hört, macht sowas nicht nach. Das, was Zeno gemacht hat, geht niemals zu einem Treffpunkt mit jemandem, wo ihr nicht wisst, wer das ist und vor allem nicht im Wald. Ey, das ist krank, das dürft ihr nicht machen. Holy moly, Zeno, was hat sie getan? Oh mein Gott. Ja, ich bin wieder da, wir müssen in die Zone. Okay, hör mir zu. Er war so ganz schwarz angezogen, er hatte eine Maske auf und einen Stock hatte
er. Einen langen Stock hatte er und ein Handy. Ich glaube, er hat mich fotografiert mit einem Blitz oder so. Und er hat eine Taschenlampe. Zeno, aber das war doch der Zeitpunkt, wo du eigentlich direkt abhauen musstest. Was? Ja, jetzt warte doch mal. Und ich wollte halt zu ihm da. Ich wollte halt zu ihm. Er ist dann halt schnell weggelaufen. Weißt du, was ich meine? Und ja, ich weiß, ich bin dann halt direkt in ein Auto eingestiegen und halt direkt weggefahren, weil ich Angst hatte. Ach so, du bist da, warte mal, du hast eine Person gesehen und dann hast du gecheckt, dass da irgendwas faul ist und bist dann gegangen. Ja, genau. Ich glaube, er hat ein Foto von mir gemacht. Hey, oh mein Gott, das hört ein sich gerade... Ein Bild! Ja, was, wenn er das Bild veröffentlicht, was machen wir dann? Hey. Boah, das war so gruselig. Ja, das... Und er hat so auch große Augen. Ey, Zeno, verarschst du mich gerade? Du beschreibst mir wie so ein Augen Horrorfilm. Seine Augen haben geleuchtet. Oh mein Gott, es war so dunkel im Wald. Boah. Ey, Zeno, jetzt langsam. Das hört sich an wie so eine erfundene Story jetzt. Irgendwie. Ich habe auch voll komische Geräusche gehört. So, ich weiß nicht, welche Geräusche, aber... Oh mein Gott, es war so gruselig. Ey, Zeno, guck mal. Ich will mir jetzt sagen, meinst du das jetzt wirklich ernst oder ist das jetzt Spaß? Ja, ich meine es wirklich ernst. Ich meine, er war so gruselig. Er sah so gruselig aus. Ich wusste nicht, was ich machen sollte, Mann. Wirklich. Ey, das kann ich jetzt nicht glauben, ob du das jetzt wirklich ernst meinst, ob du da wirklich warst, ob das von dir ausgedacht ist. Denkst du, ich verarsche dich oder was? Also soll ich dir das jetzt beweisen oder was? Wie willst du das denn beweisen? Ich kann es dir nicht beweisen. Ja, das ist ja das Ding. Das finde ich ja komisch. Also, vertraust du mir eigentlich nicht? Klar vertraue ich dir, aber... Ja, dann musst du mir das halt glauben. Willst du mich ja nicht komplett verarschen? Aber dass du allein schon zu sowas hingehst, das finde ich echt... Ja, ich war schon sicher. Ich war schon mit Auto da, ey. So, egal, jetzt scheiß drauf. Aber du würdest das, glaube ich, nicht nochmal machen, so wie das, was du erlebt hast. Nee, aber nicht, das war nicht nur eine Person, das war sogar zwei Personen. Hä? Zwei sogar? Ja, von hinten war noch eine Person. Hinten kam noch eine Person, ich weiß nicht. Hey, was du mir da gerade erzählst. Zwei Personen. Das ist echt krass, Zeno. Mach sowas bitte nicht, nie wieder, okay? Versprichst du mir das? Boah, das kann ich dir nicht versprechen. Ich muss ja herausfinden, wer das ist. Und glaubst du, das ist irgendwie dein Ex-Freund gewesen oder so? Konntest du irgendwas erkennen? Boah, ich weiß es ja nicht. Ich habe ja nicht mal sein Gesicht gesehen. Ich weiß dann, ja nicht, müssen wie... Dann müssen wir ihn anrufen. Wir müssen ihn anrufen. Was? Nein, spinnst du? Doch. Wir machen das so. Nein. Ich habe ja, glaube ich, die Nummer. Weil das war ja jemand Anonymes, okay? Nein, bitte. Wenn nein. ich die Nummer einfach nein. anrufe und wir fragen, wo der um 18 Uhr heute war. Das kannst du nicht machen. Und was, wenn er nicht fragt, wer du bist? Das musst du ja nicht wissen. Ich kann ja ein bisschen meine Stimme verstellen und so. Wie redest du denn? Zeig mir mal. Ja, das ist doch jetzt egal. Oder ich... Keine Ahnung, wie wir das machen. Aber wir müssen unbedingt mit deinem Freund... mit deinem Ex-Freund reden. Chill mal jetzt. Das ist nicht so einfach. Du kannst einfach nicht meinen Ex-Freund anrufen. Weil anscheinend ist da irgendwas faul. Glaubst du mir das? Also irgendwas... Ja, stimmt es da doch ist faul, aber du kannst ihn einfach nicht so anrufen. Oder? Sollen wir ihn anrufen? Eigentlich wäre das das Schlauste, was wir machen können, stimmt. um rauszufinden, wer das war. Ja, stimmt. Wir könnten ihn anrufen. Dann lass machen, ja. Okay, sollen lass wir das machen. Jetzt machen, oder? Nein. Ja, nee. Oder? Nein, morgen. Lass morgen machen. Ich muss das jetzt eh off. Achso, du willst, nicht so lange willst dir noch überlegen? Oder worauf willst du warten? Ja, nee. Ich muss mir das doch überlegen. Wir können einfach nicht jetzt anrufen, Gott. Ja, dann... Wie machen wir das dann? Du willst es dir jetzt überlegen und dann anrufen? Ja, überlegen! Hey Leute, was ist mit dir los? Was ist mit dir los, Mann? Ich check gar nichts mehr. Wenn ich mich dazu entschieden habe, werde ich ein SMS schreiben, okay? Du willst eine SMS schreiben? Ja, genau. Für ihn anschreiben oder nicht, okay? Okay. Oder ich lade dich einfach ein im Lobby. Achso, du willst mich morgen dann einfach einladen und mir dann sagen, was... Okay, und du willst dann wirklich anrufen und einfach... rausfinden, wer das war. Ja klar, nee, doch nicht. Ich weiß es ja nicht. Ich merke gerade, dass du richtig verwirrt bist. Oh mein Gott. Boah, das ist so spannend, ey, wirklich. Das ist so gruselig da, ey. Hey, Zeno. Zum Glück bist du nicht gekommen. Oh, ich muss gesniped, oh mein Gott. Hey, Zeno. Ja? Was ist das hier, Mann? Zeno, irgendwie ist alles komisch. Ich check gar nichts mehr, weißt du? Ich weiß. Das kann doch echt nicht wahr sein. Ach, Flexi, jetzt beruhig dich mal, okay? So schlimm war es auch jetzt nicht. Jetzt komm mal Lobby, okay? Komm Lobby.
Ja, wie ist denn in die Lobby? Ich bin doch noch am Leben hier. Bist du jetzt schon geliebt? Ja, ich lebe noch. Ey. Oh Mann, Mann, okay. Ich komme in die Lobby, okay? Ja, okay, komm Lobby. Flex, bist du noch da? Ja, ich bin da, ich bin geliebt. Okay, ich werde es mir überlegen und morgen rufen wir ihn an, okay? Und wenn herausfinden, wer das ist, okay? Und ob er das war. Ja, okay, dann lass es so machen, okay? Ja, dann okay. Schreib mir, ruf mich an oder, du weißt Bescheid. Okay, dann bis dann. Okay, bis dann, tschüss. Ciao.